Ich habe gerade unsere Drohne gegen ein Verkehrsschild gedonnert. Wir sind Julia, Philipp und Sally und zusammen reisen wir in unserem Oldtimer-Van Gonzo durch Europa. Unser Weg nach Lissabon führt uns an einen wunderschönen Stellplatz am Leuchtturm. Dann geht es direkt nach Lissabon und wir lassen die Stadt auf uns wirken. Vegane Pastel de Nata, Burger und Co. dürfen wir nicht verpassen. Wir besuchen einen Flohmarkt, die bekannte Pink Street, fahren mit der Tram 28, sehen die Brücke des 25. April, die der Brücke aus San Francisco sehr ähnelt, und die LX Factory. Ein 3-Tages-Marathon, der sich lohnt. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe gerade unsere Drohne gegen ein Verkehrsschild gedonnert. Ich dachte, der Ausweichmodus ist aktiv. Er war es nicht. Die Propeller sind kaputt, die tausche ich jetzt. Ich habe Gott sei Dank einen kompletten Satz mit dabei. Und danach geht's dann so langsam für diese Woche nach Lissabon. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß. Beides gehen ready. Hier hinten habe ich noch einen Propeller, der geht ein bisschen schwieriger. Da brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen anderes Werkzeug. Ansonsten ist alles wieder bereit. Kann wieder losgehen. Unser Weg nach Lissabon führt uns nämlich an einem Leuchtturm vorbei und an einem wunderschönen Stellplatz, der direkt an der Klippe ist. Und den genießen wir jetzt einfach noch 2 Nächte oder 3, je nachdem wann wir direkt nach Lissabon fahren, um uns auch auf die Großstadt so ein bisschen vorzubereiten. Wir werden einen kleinen Plan schmieden, den wir dann mit Sophie und Ünal dann besprechen, und dann freuen wir uns auf die Zeit in Lissabon. Echt so, so cool hier an dem Leuchtturm zu stehen. Die Landschaft ist einfach Wahnsinn. Es ist zwar ganz schön windig, aber es macht einfach richtig Spaß, hier herumzulaufen. Thank you.
Wir haben über Bolt uns jetzt ein Taxi genommen und sind direkt von dem Campingplatz in die Innenstadt von Lissabon gefahren. Das hat hervorragend funktioniert. Hat auch irgendwie nur so 12 Euro gekostet insgesamt. Und wir sind ja vier, also ist es ja auch hervorragend zum Teilen. Und wir werden uns jetzt einfach ein bisschen planlos die Stadt erkunden. Wir freuen uns riesig darauf und schauen, was der Tag heute noch so bringt. Morgen sind wir ja auch nochmal hier drin und vielleicht auch Sonntag. Wir haben einiges vor und schauen mal, was wir dann auch so wirklich umgesetzt bekommen. Das Ding ist, dass gestern das 50-jährige Jubiläum der Demokratie war. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass hier haufenweise Touristen da sind. Angeblich soll Lissabon einer der entspanntesten Städte Europas sein. Aber heute ist echt voll. Wir schlendern heute deswegen einfach planlos weiter durch die Innenstadt, gehen jetzt was essen und schauen morgen mal, vielleicht ist es da ein bisschen entspannter.
Hi! Guten Morgen! Hi! Hi! Tag Nummer 2 in Lissabon. Wir fahren jetzt wieder mit einem Bolt in die Stadt und heute geht's auf einen Flohmarkt, da freuen wir uns an. Ricardo hat es auf jeden Fall ernst gemeint, in der einer 90er-Zone 150 zu fahren und ich glaube, mit Topspeed durch Lissabon zu fahren, war eine Erfahrung, die wir hätten nicht gebraucht, aber wir sind gut am Flohmarkt angekommen. Es ist tatsächlich ein Mix aus Flohmarkt, wie man ihn kennt, mit so Handmade-Sachen, was ziemlich geil ist. Und ziemlich viele Sachen, die ja, billo hergestellt sind, also günstig hergestellt sind und für einen sehr hohen Preis verkauft werden. Und das ist irgendwie nicht so cool. Aber trotzdem ist der Markt riesig und schon beeindruckend. Und es macht schon Spaß, hier einfach nur drüber zu schlendern. Deswegen genießen wir das hier gerade auch ein bisschen. Und schauen, ob vielleicht auch noch ein bisschen was finden. Hier weiter unten ist es tatsächlich dann so, wie man sich so einen Flohmarkt halt auch vorstellt. Da gibt es noch viel, viel mehr größere Stände, die mit allem... Mit ganz vielen gebrauchten Sachen. Ja. Aber es ist echt alles ziemlich teuer. Also teilweise verstehe ich es auch gar nicht. Hier sind Shampoo-Flaschen gefüllt, die kosten 5,50 €. Keine Ahnung. So ganz verstehe ich nicht. Es ist cool. Aber wir haben jetzt gerade nichts gefunden, was jetzt... Wir legen euch den Standort des Flohmarktes trotzdem mal in die Videobeschreibung, könnt ihr ja mal schauen. Wenn ihr das nächste Mal hier seid, macht euch selbst ein Bild. Ist trotzdem ganz cool hier.
zurück und es gibt Pille im Kontobuch. Wir sind gerade wieder am Campingplatz angekommen und es ist so richtig System-Overload. So eine Stadt wie Lissabon oder vielleicht auch Allgemeinstädte geben so ein richtiges Sättigungsgefühl. Und wir machen uns jetzt noch was zu essen und dann gehen wir ins Bett. Wir sind jetzt so richtig fertig. Morgen gehen wir noch auf diese LX Factory, checken dann um 5 Uhr abends aus und dann geht's weiter mit ein bisschen mehr Ruhe wieder. Und das brauchen unsere Körper, glaube ich, auch. Deswegen bis morgen. Tag Nummer 3 heute in Lissabon. Das ist irgendwie die einzige Stadt, in der wir uns wirklich 3 Tage nehmen. Das ist krass. Ist aber auch irgendwie notwendig, zumindest für uns, weil wir uns ein bisschen mehr vorgenommen hatten als eigentlich gedacht. Heute geht's zur LX Factory. Das ist ein künstlerisches Viertel und dort soll heute auch wieder ein Flohmarkt sein. Also verbinden wir wieder 2 Sachen mit einem und können dann heute Nachmittag um 5 auf dem Campingplatz hier auschecken. Der Campingplatz ist eigentlich ganz cool. Ein bisschen überteuert, was heißt ein bisschen? Er ist überteuert auch für den Zustand, den er hat. Aber er hat halt einfach einen riesengroßen Park an der Seite, wo Sally auch ein bisschen laufen und spielen kann. Einen riesengroßen Kinderspielplatz, für auch was für Kids. Er hat Bungalows hier, dass auch Leute ohne Camper hier wohnen können. Und man hat halt einfach den Strand in der Nähe und kann in 10 Minuten direkt am Wasser sein, wo auch die Hunde echt noch ein bisschen laufen können. Das ist echt cool, das genießen wir sehr. Deswegen war es die richtige Entscheidung für uns, hierher zu gehen. Wir fahren jetzt gleich wieder mit einem Bolt in die Stadt und nehmen euch wieder ein bisschen mit. Seid gespannt. Wir hatten auch gerade ein kleines Live-Konzert im Taxi während der Fahrt zur LX Factory. Jetzt sind wir angekommen und schlendern hier rüber und es sieht echt schon überragend aus. Wirklich richtig, richtig cool. Es wird eine schöne Zeit, denke ich. Unser Lissabon-Marathon ist jetzt beendet. Wir hatten 3 wunderschöne Tage. Anstrengend, aber wunderschön. Genau, Lissabon ist eine wunderschöne Stadt und es gibt wahnsinnig viel zu entdecken und auch richtig viel zu machen. In unserem Fall, was jetzt so das Feiertag ist und Wochenende und schönes Wetter. Damit war richtig, richtig viel los und ja, also die Menschenmassen haben uns teilweise ein bisschen überfordert. Deshalb
zählt Lissabon wohl nicht zu unseren Lieblingsstädten. Das ist vielleicht anders, wenn man nur mal nach Lissabon fährt, aber wir sind auch so gesättigt von all den Eindrücken, die wir in den letzten Wochen und Monaten hatten. Deswegen ja, konnte Lissabon unser Herz nicht so ganz erobern. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass wir nochmal wiederkommen und uns nochmal ein neues Bild machen, wenn die Stadt vielleicht nicht ganz so voll ist. Denn es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ja, wir haben nämlich auch gehört, dass Lissabon die entspannteste und auch die schönste Stadt Europas sein soll. Ja, davon lassen wir uns einfach bei einem anderen Mal nochmal überzeugen. Ja. Insgesamt fanden wir unseren 3-Tages-Marathon aber richtig, richtig schön und wir hoffen, wir konnten euch gut mitnehmen und euch vielleicht auch ein bisschen Vorfreude auf Lissabon machen oder einfach auf Portugal. Und an dieser Stelle beenden wir dieses Video. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst und das Video kommentiert und natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Sally möchte auch kurz Hallo sagen. Wir haben nämlich Melone und Sally ist süchtig nach Melone. Komm mal hier. Hi. Hallo. Tschüss. Tschüss. Goodbye, friends. Du hast vergessen, dass wir das Video beenden.